Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Star Citizen mit Voucher und mit eurem Alderle. Ich befinde mich im Anflug auf Hurston, Leute. Mein erstes Mal jetzt, wo 3.3.7 released worden ist. Ich denke mal, da wurde es zurückgesetzt. Ich erinnere mich nämlich nicht, dass ich auf Port Olisar war, da bin ich eben aufgewacht. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hurston. Heute habe ich einfach nur Bock, Leute, irgendeinen Teil von Hurston anzuschauen, der so ein bisschen im Hellen liegt, dass wir was sehen. Die Expo ist hinter mir. Vielen Dank an der Stelle mal an alle, die zugeschaut haben, auch wenn die Clips zeitlich verzögert kamen. Es hat unheimlich Spaß gemacht, diese Expo-Ausstellung anzuschauen, die Kommentare dazu zu lesen von euch. Das war ein gutes Ding, Leute. Allzu viel habe ich, glaube ich, auch gar nicht verpasst. Ich glaube, die RSI-Ausstellung, die konnte ich leider nicht mitnehmen. An dem Tag war ich verhindert. Und ich habe was gelesen, dass nach der Expo, also nach dem letzten Tag, samstags noch irgendwas gewesen ist. Kann aber auch sein, dass ich das nicht richtig verstanden habe. Auf jeden Fall, alles in allem hat mir das saumäßig viel Spaß gemacht. War eine coole Geschichte und ich war echt froh, dass ich da dabei sein konnte, Leute. Und nochmal herzlichen Dank an euch und an die, die die Clips kommentiert haben, geschaut haben, die dabei waren und so ein bisschen mit mir die Expo erlebt haben. So, wir sind jetzt gleich da, Leute. Dann schauen wir mal. Ihr habt mir auch ganz viele Locations genannt, die interessant sind auf Hurston mit den verschiedenen Biomabschnitten, die man sehen kann. Ich habe mir eine Liste gemacht, da werde ich die jetzt dann übertragen, die ganzen Vorschläge. Und immer wenn wir so eine kleine Ausflugssache machen, immer wenn das Herz nach einem kleinen Ausflug schreit, Leute, dann gucken wir, wo hell ist und dann schaue ich mal, welchen Spot auf der Liste wir uns anschauen. Heute gehen wir einfach mal spontan irgendwo runter. Vielleicht habe ich aber auch Glück und ich sehe irgendwo einen Namen, der mir wieder einfällt und ich ihn in Verbindung bringen kann. So, genug geschwallert. Wir müssen jetzt jeden Moment da sein. Und Parenga! Ich habe mich voll auf den Ausflug gefreut jetzt, Leute. Weil ich habe ja noch nicht viel gesehen, ne? Wir sind ja jetzt die letzte Zeit eigentlich nur Lorville, U-Bahn und Expo-Gelände. So, das sind wir. Die Monde muss ich auch noch anschauen, fällt mir gerade mal wieder auf, weil ich ihn da hinten so blitzen sehe, den guten. Geile Geschichte. Das wird heiß noch. Das wird echt noch heiß, was hier alles passiert. So, Alter, schalt mal deine Punkte zu, dass ich so ein bisschen was sehe. Das dauert immer so ein bisschen bei mir hier. Hallo. Manchmal ging es und manchmal geht es nicht. Jetzt, da habe ich meine Markierungen. Hier haben wir zum Beispiel den ersten. Jetzt gucken wir mal, wo wir das hin. Edmond. Edmond, erinnere ich mich ganz, ganz vage. Da habe ich schon mal irgendwie draufgehalten. Hadley. Das andere Zeug, das ist jetzt halt am Rand immer gefährlich, dass ich dann runterkomme und es wird gleich dunkel, ne? Tedois, meine ich, hat jemand von euch mal was geschrieben? Pinewood war mal schon, da erinnere ich mich, Gott sei Dank. Ich gucke die gerade mal hier. Lorville ist klar, Lorville ist klar. Operei. Ich glaube auch Operei, beziehungsweise wenn man es richtig... Operei, wie auch immer, Leute, da fliegen wir hin. Ich glaube, da habe ich was in Erinnerung. Spooling complete, alles ready, dann ziehen wir uns nochmal ran. Operay. Ich bin mir jetzt nur nicht mehr genau sicher, aber ich habe es in den Kommentaren gelesen. Ich hoffe, dass es da hinten noch eine Ecke hell bleibt. Wir sind ja gerade erst gestartet, ne? Ansonsten bin ich jetzt mir auch nicht zu fein, da nochmal abzuheben und wir suchen uns noch einen anderen Spot. Es gibt auch einen abgestürzten Satellit zu sehen, habe ich jetzt kürzlich gelesen, ganz frisch in den Kommentaren. Der aber, glaube ich, keinen festen Spot hat, den man anfliegen kann. Kann das sein? Da müsste man doch fast mal irgendwie eine kleine Orientierungshilfe zu Rate ziehen und probieren, den zu finden. So, Leute. Der Alte, der hat Kurs genommen. Ich ziehe mal drauf zu. Ich hole gleich aber den Marker nochmal ran, damit wir auch ein bisschen was sehen. Und natürlich, Leute, gönne ich mir auch gleich, wenn ich hier eingerichtet bin, die Ansicht von außen. So. Genau da wollen wir hin. Was ist denn das andere nebendran hier? Hadley. Das liegt aber auf der anderen Seite, ne? So, Leute. Dann nehmen wir ein bisschen Speed auf und sobald jetzt hier die Funken schlagen, ziehe ich mir das. Ich habe mich so gefreut. Ich habe tatsächlich ja die Zwischenzeit, ich habe gar nicht mehr so viel gemacht, ne? Nach der Expo, die ganzen Clips, die musst du ja auch erstmal schneiden und rendern und hochladen und so Geschichten. Und da kommst du gar nicht mehr so zu allem. Pass mal auf, ich mache unser Y und ich gehe raus und ziehe mir rein, wie unsere Kadi hier drauf zufliegt. Und da merkt man doch jetzt aber, glaube ich, schon einen Unterschied, was die Lichtverhältnisse angeht, ne? Könnte schon Nachmittagsstimmung auf uns zukommen. Hier bohrt sie sich rein in die Atmosphäre, Leute. Geile Geschichte. Wie der Satellit, der auf die Erde zugleitet. Habe ich heute einen Bericht gesehen, dass die NASA da eine Sonde hingeschickt hat, um Proben zu nehmen. Ich habe dann überlegt, weißt du, in den Filmen, da wird mal kurz hier eine Crew zusammengestellt, die wird hochgeschickt, dann werden die da, dann sprengen die da irgendwelche Asteroiden. Und unsere NASA, die macht es so geschickt und so frühzeitig, die geht erstmal hoch, nimmt mal eine Pröble. Das dauert dann ungefähr 10 Jahre, bis die Probe auf der Erde ist, dann wird erstmal geguckt. Ich finde es total gut, wie es so voneinander ab. Ist übrigens gerade ein total tierisch gutes Bild. So. Mag ich. Darauf stehe ich unheimlich.
Lass mich mal darüber gucken von der Seite. Ich muss dann aber wieder rein gleich ins Schiff, bevor es nämlich einen Gletscher lässt. Dann kann ich nochmal anfliegen. Ich müsste eigentlich nach der Folge auch gucken, dass ich nach Lorville komme, ne? Jetzt pass mal auf. Bin ich überhaupt noch auf Kurs? Ja, hast dich gut gehalten. Alter, du machst es immer besser, wenn ich nicht dabei bin. Das ist Headley, du Säckel. Du musst weiter hoch. Hier ist immer. Hier ist immer zu Hause. So. Ja, müsste ich eigentlich schauen, dass ich nach Lorville komme, dass ich nicht jedes Mal anfliegen muss, ne? Können wir ja mal gucken, was da unten zu sehen ist, Leute. Wenn es nicht ganz so umfangreich ist oder je nachdem, wie wir mal Bock haben, fliegen wir vielleicht noch zusammen nach Lorville rein. Stellen unser Schiffle ab, ganz gemütlich. Und ich habe gerade gesehen bei der Schiffsauswahl, dass die Hammerhead bei mir noch angezeigt wird, Leute. Aber ich kann mittlerweile nicht mehr sagen, wie das kommt. Ich bin normalerweise kein Subscriber. Ich habe also kein Abo. Ich mache das immer nur, wenn ich Bock habe. Oder wenn wir was brauchen, wenn wir was sehen wollen, dann hole ich mir so Paketle. Aber irgendwie habe ich die in der Schiffsauswahlliste drin gehabt noch. Wahrscheinlich ist mein Abo noch nicht abgelaufen da. Also mein Monatspaketle. Das letzte. So, jetzt könntest du eigentlich schon mal Speed rausnehmen. 14 Kilometer ist dann doch nicht so viel. Mein lieber Altolle. Operate. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Ein Stützpunkt, eine Firma oder einfach nur ein Spot. Uns mehr will ich noch sehen, Leute. Das werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich angucken. Heute war es mir einfach nur ins Raumschiff zu hocken und ein bisschen hier einen Teil von Hurston zu entdecken. Der ist ja so ein riesengroßer Schlappen und wir haben noch nichts gesehen, Leute. Doch die Expo. Kann man ja auch nicht von der Hand weisen. Jetzt im Moment wirkt es auf mich so, als wären wir näher dran schon von der Zahl. Aber irgendwie, ey, das baut sich ganz anders auf, wie wir das gewohnt sind, oder? Das wird richtig fein. Eine tolle Geschichte. Auf jeden Fall haben wir gute Lichtverhältnisse. Wir sehen auf jeden Fall gleich was, Leute. So, Operate. Also momentan, es ist auf jeden Fall kein Tower oder irgendwas. Das kann ich schon mal sicher sagen, denn man sieht nämlich tatsächlich nicht viel davon. Da kommt's, das kleine Dingsle. Wir landen natürlich außerhalb. Ich bin mal gespannt, aber es... Ah, da sieht man ein Stück Wald. Ich erinnere mich... Da haben manche davon gesprochen, dass man da ein Stück Wald sieht. Tatsächlich, habt recht, hier ist grün, Leute. Hier ist grün. Planetar. Oh, da ein Stück Wald, das ist ja überall geil. Gerade mal, ich nehme mal Speed raus. Ah, sehr schön. Das wiederum hätte ich jetzt nicht erwartet aus der Höhe, aus der wir gerade geguckt haben. Mr. Alderle, ich würde sagen, du setzt dich mal da hinten hin. Hier so irgendwo. Mach mal das Landefahrwerk raus. So, hier würde ich sagen. Bisschen vor noch. Und dann einfach mal runter gehen. Und dann gehen wir hier raus. Es regnet, Leute. Es regnet doch draußen. Guck mal. Landing complete. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir wieder irgendwo auf einem Baumstumpf stehen und ich wahrscheinlich nicht mehr ins Schiff zurückkomme. Dieses Mal schaue ich, bevor ich raushüpfe, Leute. Ich habe mir das auch gedacht beim Schneiden. Es hat auch jemand reingeschrieben. Hüpfte einfach von der Rampe. Ja, klar. Weißt du, beim Hüpfen habe ich gedacht, nee, was machst du denn? So. Oh, die ist schön erleuchtet, die Ladeluke. Ist bestimmt schon das Zeichen für... Alter, ist es gut. Alter, ist es gut. Ach Gott, ist es ein Feeling. Haben sie das gut gemacht, Leute? Guck mal. Als ich aus dem... Jetzt muss ich nochmal rein, kurz, Entschuldigung. Da sind jetzt wieder diese Staubflocken, wo dann irgendwann das Wetter wahrscheinlich dann... Ich habe doch gerade hier Regen gesehen, als ich aus dem Fenster geguckt habe. Vielleicht war das aber aus Kondenswasser von der Cutlass, Leute. Ich weiß es nicht. Habe ich die Dinger eigentlich jemals aufgemacht? Jo, ist das geil, oder? Richtige Bäume. Ich weiß, wir haben in Real Life auch Bäume und so. Nur schon mal für den Fall der Fälle. Aber nicht solche. Und schon gar keine digitalen. Das machen wir hier zu, die Kiste. Obwohl es natürlich geil wäre, wenn ich meinen Greycat hier rausholen könnte. Alter, hier darf es nicht so schnell laufen. Tut mir leid, Digga, das muss ich erstmal genießen. Könnte eine Kaktusart sein, Aloe Vera vielleicht. Ja. Überleg dir mal, wie viel verschiedene... Alter, ist das gut gemacht. Guck mal, wie das gleich anders wirkt. Wie viele verschiedene Stimmungen du dir einfangen darfst jetzt hier. Mittendrin steht das Raumschiff, Leute. Ob irgendwann noch Fauna dazukommt ins Spiel? Und wenn es nur Mäuse wären oder was, wissen nicht so Alien-Mäuse, so klein. Hey Leute, es ist richtig schön geworden. Oh Mann. Hier ist sogar eine kleine Blüte. Hammer, oder?
Hammer, Leute. Oh, ich mag's. Oh, ich mag's. Oh, ich mag's sehr. Alle, das flasht mich voll weg. Wir sind ja nur die Monde gewohnt. Bisher war Star Citizen für mich so, wenn man es mal überspitzt sagt, schwarz-weiß, oder? Leute. Natürlich waren Farben drin, aber die Mondbesichtigung und Jela natürlich mit Türkis und so. Aber es war eher so, nicht so farbenkräftig. Es ist toll, es ist richtig toll. Und dann hier mittendrin diese neumodernen Geschichten hier. Was sind das, Leute? Kann bestimmt einer von euch sagen. Sensoren? Guck mal, hier ist sogar bis zur Treppe zugewachsen. Landing Service. Ja, gehen wir mal reinstieren. Ich nehme aber mal an, dass wir die kennen von innen. Aber ich kann nicht meinen Greycat Buggy holen. Das wäre. Aber Landing Service bin ich. Doch, 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 Leute. Ich glaube, hier kann ich Bodenfahrzeuge spawnen. Bitte. Nee, kann ich nicht. Greycat Buggy. Crown Vehicle. Bämsle, Leute, wir brauchen nicht laufen. Könnt ihr vergessen mit Lorwell, ich flieg's nächstes Mal nochmal an. Weil ich muss nach dem Clip leider raus. Da ist er. Ich hoffe, er fährt. Im Hangar ist das letzte Mal nicht gefahren. Oh, da werden wir jetzt ein bisschen rumheizen, bis die Batterie leer ist. Stopp. Press. Dankeschön. Achtung, jetzt geht die Tür auf, Leute. Es wird wieder grün. Bäm. Das ist wie so, bitteschön. Und du denkst dir dann so, danke, Chris. Gut gemacht. Okay, ich will jetzt aber nichts hören hier von allen, die Ursas und Robas besitzen. Ich will nichts hören, Leute. Aber ihr habt ja auch schon immer gesagt, mir würde da keine Waffe in die Hand geben. Ich denke, das ist der richtige Buggy für mich. Guck mal, er ist auch noch total ganz bitte, liebes Buggy LeFar. Ich hatte so Bock drauf jetzt. Letztes Mal, als ich Buggy gefahren bin, habe ich den Clip verschieben müssen, weil ich nicht mehr rauskam. Da bin ich in Jela gejumpt. So, Schultern richten. Dann werden wir mal gucken. Engagge. Jo, er fährt, Leute. Er fährt. Ich habe jetzt echt nicht gewusst, weil das letzte Mal, als wir gefahren sind. Ah, der hat ein Höhenmesser drin, oder was? Digga, für was? Ich habe nicht vor, mit dir wegzu. Ja, Leute, ist es gut. Jetzt braucht man natürlich ein grobes Ziel. Ist ein bisschen holprig, aber die sind auch noch nicht feingetuned, denke ich mal, ne? Das wird noch kommen. Ja, cool. Ja, ne, mein Ziel wäre natürlich jetzt hier am besten auf dem Berg da hinten zu fahren mit dem Buggy, Leute, oder? Dass wir den Sonnenuntergang richtig genießen. Mach mal F4. Ja, das ist halt noch ein bisschen holprig. Ich werde das von der Einstellung. So können wir es nicht angucken. Da batscht mir Kopfweh rein, Leute. Oh, hier steht er, wenn ich mit der Einstellung. Wie viel gibt es denn da Einstellungen? Oh je, jetzt hängt er gerade. Ach, ich hänge an dem Lämpchen da rum. Ich dachte schon, ich habe was versaut. Da kann ich ja nochmal die Dinger durchschalten, Alter, wenn du nur an der Lampe gegangen bist. Schönes Bild. Das ist ein schönes Bild, das wir genießen tun. Schalalala. Jetzt hängt er an dem. Also, er macht alles kaputt. So ist er aber, unser Alter. So war er schon immer. Nächstes. Haha, sau geil, Leute, oder? Finde ich sau gut. Alter, wohin? Auf den nächsten Baum, mein Freund. Okay, wir genießen. Da hinten sind Steinaufbauten, muss ich angucken. Jetzt fällt mal gerade so auf, dass wir ja eigentlich wahrscheinlich das Gelände hätten anschauen sollen, richtig, ne? Ich bin natürlich jetzt direkt los. Aha! Die kennen wir aber hier, die Pflanze. Die gab es auch schon auf Daymar war die, glaube ich. Kakteen? Wir steigen aber auch gleich aus und laufen noch ein paar Meter. Es ist doch recht holprig. Ey, du meinst jetzt hier, jeden Moment kommst du in eine Siedlung oder so von einem Bauern? Alles ist cool und ich darf mit meinem Buggy hier einfach rumheizen. Bisschen holprig ist es noch, aber das kommt bestimmt. So, die Performance und so, die ist okay. Gegen die kannst du nichts sagen. Die stimmen das wahrscheinlich auch nicht gerade auf den Greycat Buggy als erstes ab, ne? Muss man genau. Ich muss kurz aussteigen, Leute. In kurzen Moment bitte, muss ich mal den Baum schauen. Ja, Alter, das steig aus. Alter, ist es gut. Schöne Geschichte. Die sind richtig gut umgesetzt für eine erste Alpha-Version, oder? Hat der eine rötliche Rinde? Der hat eine rötliche Rinde. Ach Gott, Leute, das vermittelt einem so eine richtige Idylle, ne?
Du weißt zwar, dass hier keine Gefahr droht, du hast keine Aufgabe. Das ist wie sich rausnehmen aus allem, gerade für mich, Leute. Ich merke, wie es dunkler wird. Das wird auf jeden Fall bestimmt eine heiße Geschichte, wenn wir gleich dann nach dem Sonnenuntergang das Schiff wieder aufsuchen. Okay, das war beim letzten Mal auch schon hier, diese Kleinigkeiten. Ender Driver Seat. Ja, komm, lass uns mal gucken, ob wir zu dem Berg hinkommen, die Galle. Und ab geht's. La 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 la. Aber der ist ziemlich weit weg. Das täuscht so ein bisschen gerade, dass ich den erreichen könnte. Weiß einer, ob die Bäume, wenn ich drauf fahre, haben die schon eine Hitbox? Die haben eine Hitbox. Ja, Voucher, so geht's nicht, Alter. Ne? Hier ist auch nochmal. Soweit das Auge doch reicht, oder? Geile Geschichte. Leute, super, ich habe volles Dauergrinsen gerade im Gesicht. Danke für den Spot auf jeden Fall, ne? Überleg mal, wir waren einmal irgendwo unten im Pinewood. Da war es Wüste, ne? Und zwar richtig üble Wüste so. Und jetzt hier saftig grünes Fleckle erwischt. Dann hast du Lorville, die Stadt, das boomende Leben. Also du kannst hier einfach mit ein paar Meter, mit ein bisschen Kerosin raus, Leute, und so richtig die Seele baumeln lassen. Und du weißt ja nicht, was sie hier versteckt haben auf der Map. Möglicherweise findet man auch noch was, ne? Ist einfach nur gut. Es ist einfach halt nur gut. Guck mal hier auch die Sonne durch die Bäume und so. Den Berg, den ich anfahren wollte, den sehe ich nicht mehr übrigens. Ist das Hammer? Was ist denn da hinten? Ich fühle mich gerade total gut. Ist der Hammer, Leute. So geil. Also wann immer ich jetzt Bock habe, zu egal welcher Jahreszeit, dass es mir nach sowas ist, weiß ich, wohin gehe. Aussteigen und einfach ein bisschen genießen. Und das Tolle ist gerade an der Simulation jetzt hier in dem Sinn, dass keine Verkehrsstraßen und sowas sind, ne? Hier ist nichts, Leute. Das ist einfach nur, wie es mal irgendwann auf der Erde wohl auch war. Langsam, langsam. Und der Sonne entgegen. Jetzt habe ich gerade gedacht, das sind Zelte. Aber guck mal, jetzt zum Beispiel hier verändert sich tatsächlich das Landschaftsbild durch die großen Steinbrocken, ne? Möglicherweise sind es Mining-Steinbrocken. Auch eine Runde Mining könnte man auch mal wieder machen. Was würdet ihr vorschlagen? So eine Mischung aus einer gemütlichen Mining-Runde mit bisschen Seele baumeln lassen. Welche Location nehmen wir da? Sollen wir da eher auf einen Mond gucken? Irgendwas Cooles, wo so ein bisschen die Seele baumelt, während wir ein bisschen auf Erdsuche sind. Guck mal, da hinten ist jetzt ein karges Feld, da dampft es. Da will ich mal kurz hin. Das ist so wunderbar. Wie schön, dass ich heute ins Raumschiff gestiegen bin. Ich bin echt froh, dass ich reingestiegen bin heute. Das tut mir genau, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Hier staubt's dann, weißt du? Gut, der Crackhead Buggy hopft ein bisschen rum. Ich werde gleich nochmal aussteigen. Gott, ist das gemütlich, ist das gechillt. Hammer. Kein Gegenverkehr. Unendliche Freiheit eigentlich. Ich bin ja so normalerweise ruhiger in mir selbst, aber hier könnte ich claimen, Leute. Hier könnte ich direkt claimen, kleine Basis hinbatschen, morgens aufstehen, nach Lorville Milch holen, für den Kaffee. Herr Schwallerdein, oder? Meine Lieben. Brauche natürlich einen Rover. Ich bin gerade schon dran, mehr oder weniger. Immer noch so hin und her gerissen und so, aber ich werde mir einen holen. Gerade für sowas jetzt hier. Wir werden heute nicht zur Cutlass zurückfahren, so wie ich die ganze Sache hier einschätze. Ich warte nämlich eigentlich so innerlich drauf, dass was kommt noch, ne? Dass wir irgendwas sehen werden. Ich muss es auf jeden Fall irgendwie im Titel vermerken, dass ich hier durchs grüne Saft fahre, durch den saftigen Grün fahre, dass hier nicht viel passiert heute. Das ist immer der Hammer. Da vorne das Bägle steuern wir jetzt an, Leute. Das wird unser Ziel. Wir haben unsere eigene Mission. Langsam, Alter, da geht es ziemlich runter. Und es gleicht sich auch nicht, ne? Ich meine, klar, die Pflanzensorten sind dieselben. Bestimmt sind auch die Bäume irgendwie ähnlich von der. Vom Modell. Aber du hast hier nicht das Gefühl, da war ich schon. Das habe ich gerade eben schon gesehen. Gegen was stumpfst du schon wieder drauf? Alter,
Das geht nicht mit der Maus, du musst mit der Tastatur lenken. Gegen was bin ich dann da drauf gefahren jetzt, dass ich hier so stecken geblieben bin? Weiß ich nicht. Ey Leute, ist das gut? Da will ich hoch, ne? Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Da gehen wir hoch und wenn da noch Zeit ist, fahren wir noch zurück. Wenn dann mache ich da oben zu, Leute. Dann mache ich da oben dicht. Und dann hatte ich das hier zum Schluss. Geile Geschichte. Schön ist das. Freut mich unheimlich. Ich frage mich gerade. Langsam? Es sind wieder Kakteen zwischendrin, ne? Wir kommen dem Ding näher. Achtung, da ist wieder so ein stabiler Busch. Da musst du außen rum petzen. Alterle, nicht übermütig werden. Er will jetzt da hoch. Der will den Sonnenuntergang von da oben sehen. Da vorne kommt wieder eine ganz andere Baumstruktur auf uns zu. Schau mal den jetzt hier. Das wirkt hier komplett wie eine wirkliche Welt. Und nicht wie irgendwie was hingepflanzt oder so. Die machen das auch random, oder? Die ist ja nicht handgezeichnet, die Welt. Wobei man gerade das Gefühl kriegt, dass es so ist. Also sie ist schon generiert, glaube ich, ne? Aber so nicht random. Also es ist immer... Oh, ich kenne mich da nicht aus, ich schwalle halt. Aber handgezeichnet ist es, glaube ich, nicht. Aber da kommt bestimmt eine Info von den Fachleuten. Du hast es gleich geschafft, da vorne willst du hoch. Ich weiß es, das schaffen wir. Da wird es dann auch weniger grün, glaube ich, jetzt langsam, ne? Ach Gott, Leute, ist das geil. Oh, ist das cool. Wir sind irgendwie alle viel zu früh geboren, oder? Stell dir mal vor, in einigen Jahren kannst du dir vielleicht auch irgendwo auf der Welt einen Platz raussuchen morgens zum Kaffee und kannst da hinzischen. Ich hoffe. Ich überlege, was ich in den Titel reinschreibe, weil das ist wirklich... Aber das ist auch Star Citizen. Das ist vielleicht sogar mehr Star Citizen wie alles andere. Eine fremde Welt. Ich könnte ja Spaß haben, mal gucken. Ich kann ja mal eine Route eingeben. Pass mal auf, ob das geht. Das geht nicht, ne? Hier sind wir. Hier sind wir, Leute. Da wollen wir hin. Schade, dass es nicht anzeigt, wie weit es ist. Es ist über die, Oh, ich habe das Gefühl, die Sonne ist gleich weg. Schnell auf unserem Berg hoch. Die geht jetzt hier gleich unter. Ich hoffe, wir kommen hoch, wenn nicht... Boah, Alter! Siehst du? Siehst du? Ist doch Action drin hier. Fahr mal hier hoch. Hier sieht es flach genug aus, dass du hochkommst. Kein Steiner im Weg. Das ist so wunderschön. Ey, wir haben aber auch ab und zu wirklich Glück, dass wir im Hellen ankommen und genau in dem Moment, wo Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang ist, oder? Weil das ist wirklich atmosphärisch so gut umgesetzt schon jetzt. Das willst du einfach ab und zu dir ranholen. Okay, lass mich gucken. Ne, wir müssen weiter da hoch noch ein Stück. Huh! Huh! Alterle! Bin ich jetzt erschrocken? Kommen wir jetzt ja nicht hoch, oder? Wow! Er ist halt Craighead, Leute. Da geht halt was. Da steckt halt was im Getriebe hier. Power! Power Mauer! Digga, willst du mal aussteigen? Ich trau dem ganzen Ding nicht, weil die Sonne geht gleich unter. Und wenn wir jetzt uns irgendwo weh machen, hab ich's nicht gesehen. Komm, steig mal aus. Lass den mal so stehen. Oh, scheiße. Ah, er hat ihn noch ausgemacht bevor. Wo ist er? Oh, der glitscht. Der ist runtergefallen. Da unten liegt er. Da unten liegt er jetzt. Der ist runtergeblumst. Hallo, wir sind 5 Kilometer gefahren jetzt. Ich dachte gerade, wo ist mein Buggy hin? Der kann ja... Wir haben ja hier Anziehungskraft. Ja, der fliegt jetzt nicht in der Luft rum, aber... Wahnsinn. Oh, das ist so meins. Das Meer muss auch super interessant sein. Aber ich habe gesagt, da darf man nicht reingehen, ne? Ja, oh, ich darf, muss langsam machen, sonst töte ich unseren Alterle gleich wieder. Leute. Für mich ein Traum. Für mich ist das ein Träumle jetzt gewesen. Alter, ist das beruhigend auch. Natürlich spielt man es so nicht, ne? Dass man seine Raumschiffe dann irgendwo stehen lässt und nicht mehr holt und so.
Früher oder später wird es dann tatsächlich ein Problem sein, denke ich, ne? Da kannst du nicht einfach dann wieder mit viel Glück. Boah, schaffen wir es zu Fuß auf den Berg hoch? Ich gebe mal ein bisschen Speed. Wir könnten uns ja den Alterle mal ranholen. Du hast die zwei Einstellungen. Wenn ich mit Y mache, rennst du geradeaus, ne? Oh, den habe ich aber dunkel gemacht dieses Mal. Mit seinen gelben Augen. Normal ist er ein bisschen heller. Oh, Alter, jetzt hier, guck mal, kein Bäumle mehr auf einen Schlag. Kein Bäumle mehr auf einen Schlag. Es ist auf einmal vorbei. Das war's mit Grün, Leute. Da drüben noch vereinzelt ein paar Sträucher. Hier noch ein bisschen verdorrtes Gras. Was press R? Pressing R will reload your equipped weapon. Ah, alles klar. Ey, wie auf einmal eine komplett andere Stimmung herrscht, oder? Ich höre den Wind pfeifen. Hammer. Das liebe ich. Du kommst von einem Biom ins nächste irgendwie rein und hast diesen Stimmungswechsel. Das finde ich verdammt gut. Aber sowas stehe ich unheimlich. Ich wünsche mir, ah, da flackert es ein bisschen. Ich wünsche mir trotzdem, dass irgendwann nicht nur Flora da ist, sondern auch Fauna, Leute. Und wenn es nur irgendwelche passiven Viecher sind, die hier so vorbeischlittern, so besondere oder sowas. Herrlich, das ist total cool. Also die Stelle habt ihr mir auch genannt. Ich habe jetzt natürlich vergessen, mich genauer umzugucken am Stützpunkt selber, vor lauter Grün. Aber dieses Landschaftsbild einfach mal zu sehen und einzufangen, das war jetzt richtig cool. Wenn wir jetzt öfters machen. Einfach mal irgendwo hinfliegen, gucken, vergleichen, das Feeling ranholen. Hier zittert es ein bisschen. Wir sind aber auch mitten in der Einöde, ne? Hier ist auch irgendwie ein viereckiger Schatten und so. Das sind aber Kleinigkeiten, denke ich. Die werden irgendwann. Die gucken natürlich, dass sie die Spots, die man anfliegt. Wer rechnet denn damit, dass hier jetzt einer rumrennt, ne? Das wird aber mit der Alpha, wird das dann irgendwann behoben sein, wenn die. Wenn das Spiel live geht, dann gibt es das Geflacker hier nicht mehr, da werde ich. Also eh, klar, wäre ja auch traurig, wenn. Ich denke halt die ganze Zeit, vielleicht findet man irgendwo irgendwas Besonderes, ne? So abgestürztes Ding oder sowas. Leute, das wird knapp, da hochzulaufen, bevor die Sonne weg ist. Ich probiere es aber mal. Das Problem ist halt, dass der Herr hier immer gleich zuckt. In letzter Zeit stirbt er mir oft, wenn ich ihn auspower. Man sieht sogar von hier noch die Bäume. Hammer. Wie weit sind wir denn jetzt weglaufen von den Fahrzeugen? Gleich 1 Kilometer vom Buggy weg. Und fast 6,5 Kilometer weg vom Flieger. Da laufe ich jetzt noch hoch, Leute. Und dann werde ich das ganz gechillt ausklingen lassen. Dann müssen wir demnächst Lorville uns auf jeden Fall mal genauer noch anschauen, ne? Ja, da gibt es ja in der Kajüte einiges zu entdecken. Vor lauter Expo habe ich natürlich geguckt, dass ich das alles mal außen vor lasse. Sehen will ich es natürlich schon noch. Und Lorville selbst müssen wir auch gucken, dass wir uns das nochmal ein bisschen ranholen. Vielleicht fahren wir demnächst auch mal zu einem anderen Gateway noch raus. Und flitzen dann da auch nochmal mit dem Buggy ein bisschen rum. Vor die Stadttore. Ich muss immer noch die Verladung üben, ne? Dass ich mit der Cutlass mir mehr oder weniger ein Bodenfahrzeug einlade und abzisch. Die Nox mal mitnehmen oder so. Da übrigens auch nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Jetzt weiß ich ja Bescheid, dass man mit denen eben nicht mehr einfach abhebt. Umso mehr wünsche ich mir, dass ich die Dragonfly irgendwann noch habe. Und das siehst einfach mehr, wenn du drauf wuchst. Schönes, weites Land. Das ist echt fantastisch. Schaffst du das hier hoch? Wie sieht denn das aus, wenn ich dich da hochjag? Den Kopf hat er auf jeden Fall ganz oben. Jetzt wird er auch langsamer. Guck mal. Er zittert ein bisschen, aber es ist tatsächlich schon Physik drin, ne? Oh, der schnauft aber gewaltig. Wie ich. Komm, das schaffst du, Alter. Klitscht man nirgends rein. Einmal hier drüber gucken. Boah, es ist eine Anstrengung. Man merkt es richtig. Ja, es ist echt cool. So kommen die letzten Sonnen. Oh, der schnauft mir, Alter. Die letzten Sonnenstrahlen gemütlich. Nein, jetzt ist es hier eine Berglandschaft, eine ewig lange. Das muss geil sein, an so einem Spiel mitarbeiten zu können, wenn man sowas drauf hat, oder?
So wieder ein bisschen rennen. Aber immer bis 150. Ne, Leute, da werden wir heute nicht mehr hinter den Berg gucken. Da wird es jetzt gleich dunkel. Hier auch die Effekte vom Staub, vom Wind. Die Geräusche. Es wird richtig toll. Überleg dir mal, wie du da entspannst, ne? Und ich habe nichts gemacht. Ich bin einfach nur irgendwo runtergegangen. Ausgestiegen. Und das war's. Und schon fühlt man sich innerlich total entspannt. Oh, da war das kritische Zeichen. Ah, das hat nicht gereicht hier mit... Oh, da drüben sieht es gerade gut aus, wenn die Sonne so das letzte Ding anstrahlt hier. Hier sehen wir sie nochmal. Stanton. Baby. Schön, oder? Das ist der Hammer. Es ist einfach nur der Hammer. Genau das, was ich Lust hatte, habe ich jetzt gesehen. Das habe ich jetzt gekriegt gerade. Wir rennen wieder. Immer schön die Knie vom Alterle schonen. Weil wenn er mal liegt, können wir nichts mehr machen. Ist vorbei. Hier will ich unbedingt noch ein bisschen runterkommen. Traumhaft. Die Stimmung ist der Hammer. Die Farben sind der Hammer. Hier, guckt ihr das an. Und das von Port Olisar, vom Bett bis hierher in echt. Krass. Ich will mal ganz kurz was gucken. 59 Minuten 30. Ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, wenn ich so viel renne, weißt du, dass er dann mehr Action gibt und mehr Sauerstoff rauspumpt. Ja, wir laufen jetzt mehr oder weniger in einer Art Bergwüste halt rum. Also selbst wenn ich jetzt da hinten den Horizont, das Stück erreiche, wo ich drauf zusteuere gerade, wird es da auch kein weites Land geben, auf das ich jetzt gleich noch rausgucke. Oh, es wird immer düsterer und staubiger hier. Sei froh, dass du einen Helm auf hast. Da oben hat es wieder Bäume, glaube ich. Und schon rennen da wieder. Könnten auch Kakteen sein. So, mach langsam. Da hat es auf jeden Fall pflanzliche Strukturen, größere, da oben am Bergkamm. Sind das Pflanzen, Leute? Ich kann es nur nicht genau erkennen. Es wirkt auf jeden Fall nicht irdisch. Ich weiß noch, wie wir auf Jelas erste Pflänzle damals angeguckt haben, Leute. Ja, guck mal. Da, also floramäßig kannst du nichts sagen. Oh, die sind interessant. Die sind ja interessant. Ha ja. Schön haben sie es gemacht. Wieder eine ganz andere Stimmung jetzt, ne? Zwischen grün und saftig haben wir dann diesen Wüstenabschnitt hier gehabt. Und ein paar Meter weiter hast du hier so eine Exotenansammlung von irgendwelchen Kakteen, Leute. Steine aufheben, immer mit E. So, hier eine mit Rotstich und da drüben wieder die, die wir schon kennen. Das sind also, das muss irgend so eine Wüstengeschichte sein. Meine Bucheckern, ne? Von Daymar importiert. Ja. Hängt da eine Frucht drauf? Kaktusfrüchte, oder? Leute, so Kleinigkeiten sind doch einfach noch schön, oder? So. Das war jetzt genau richtig, Leute. Jetzt bin ich tierisch entspannt. Wann kommt denn der Clip? Das ist ein Donnerstagsclip, ne? Dann wissen wir jetzt schon, dass morgen Freitag ist. Genau die Stimmung habe ich nämlich. Okay. Sieht aus wie Zucchini oder irgendwie. Oder wollte mal eine Zucchini werden in die Richtung. Schöne Geschichte. Kennt ihr die Momente, wenn ihr irgendwo seid und einfach nicht weg wollt? So ein Moment ist es gerade ein bisschen. Einfach nur Stimmung genießen. Sehr, sehr schön. So, meine Lieben. Dann werden wir uns jetzt so langsam Stück für Stück den Content ranholen. Kann gut sein, dass ich beim nächsten Mal auch einen Mining-Ausflug einfach mal mache ins Blaue. Einfach mal rumfliegen, gucken, was sich so findet. Vielleicht fliegen wir einfach mal spontan einen der Monde an. Dann mal wieder ein Stückchen Hörsten. Das Meer wäre noch interessant. Auf das Meer hätte ich jetzt halt schon ziemlich Bock. Moment mal. Sind das jetzt diese Staubflocken, die hier an mir vorbeifliegen? Oder sind das irgendwelche... Sieht kurzzeitig so aus wie Grashüpfer oder irgend sowas, ne?
Nee, es sind keine Grashüpfer. Hier hat es keine Tiere. Da kam doch letztens dieser Mars-Film, ne? Da gab es auch keine Tiere. Bis die Käfer im Anzug gehabt hast. Und bei der Vorstellung, Käfer im Anzug zu haben, macht der Alterle hier auf jeden Fall den da, ne? Nein, Mensch. So, da will ich jetzt noch hoch und da hören wir dann tatsächlich die Folge heute auf, meine Lieben. Dann hoffe ich, dass ihr noch einen wunderschönen Abend habt, dass morgen für euch schnell ein Feierabend geht und dass wir nah ans Wochenende ranrutschen dann. Und so ein ganz kleines bisschen Auszeit vom Alltag nehmen können. Schöne Geschichte, oder? Ist echt der Hammer, Leute. Ich muss mir vorstellen, vom Quantum Travel raus, gelandet, ins Grüne rein und dann so eine Abendstimmung zu kriegen. Super. Das zeigt mir ganz deutlich, wo die Reise hingehen wird. Und das alles mit dem Crackhead Buggy, Leute, aus dem Hangar. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich muss mal gucken, ob ich die Uploads so halten kann momentan alle zwei Tage. Kann ich nicht versprechen, aber da immer im Uploadplan schauen, Leute, wenn was verrutscht oder sich verschiebt, dann trage ich es da ein. Doch, das sind Viecher, Leute. Das sind Viecher. Das sind Grillen oder irgendwas. Gerade habe ich es gesehen. Naja, das sind Grillen. So geht's los. Man könnte eigentlich sagen, die haben Grillen eingepatcht. Nur halt leider kein Grillen mit Wurst und mit Fleisch. Bäm, und schon wieder andere Stimmung, ne? Hammer. So, kommt die letzten Meter da vorne doch, Leute. Ganz kurz will ich nur noch da hinten runter gucken und dann lasse ich euch wirklich in Ruhe. Ja, der Sonne entgegen. The Lonesome Alterle. So, jetzt bin ich wirklich weg. Wir sehen uns im nächsten Clip wieder. Wenn Fragen sind, meldet euch bei mir. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dann.